Heute geht's raiden, aber vorher haben wir noch was zu tun. Wer kommt als erstes rein? Ich. Irgendwas Böses erwartet dich, wenn sie mich so fragt. Hab ihn! Welchen Cryofish soll ich mir hier snacken? Den linken? Nehm mal den linken. Enki liegt hinter dir. Hey, ab geht's, Junge. Guck dir das an, wie viel das ist. Digga, was? Element for days, Alter. Ich hab jetzt... Boah, 4000, 5000, 6000, 10.000 Charts habe ich schon oder so. Und ich krieg auch Element, so wie es aussieht. Ich habe 1600 Element. Nee, fertiges Element. Ja, fertiges Element. Fahr durch. Nee, oder? Doch. Aber ich krieg das nicht von allem irgendwie. Jetzt wieder 400. Krieg ich manchmal. Junge! Was ist das bitte für ein DLC? Vor allem wären das nur Charts, wäre es trotzdem broken im Vergleich zu Genesis One. Die müssen es ja noch krasser machen, ne? Sonst kauft es keiner, ne? Wie viel Element willst du? Ja. Ja, vor allem, dass das fertiges Element gibt und nicht nur Shards, ist die Härte. Das macht Genesis 1 Element Farm komplett, brauchst du gar nicht mehr hin. Jo, guck mal hier. Was ist denn das für ein Element-Spawn? Junge. Da gehe ich ja AFK. Let's go. Oh mein Gott. Let's go. Was ist das? Wir müssen noch hin und zurück nochmal. Komm, wir machen jetzt hier für noch eine zweite Base einfach. Ja, das war's. Bis heute. Das heißt, das war's. Ihr könnt da eigentlich kannst du nur treffen mit Schlägen. Ja. Nicht treffen. Ist das dumm, Digga. Sag, wenn du Startcap bist, du kriegst dann oben rechts so ein Gewichtsitem. Hab ich. Warte mal, stopp. Bin ich. 4000er Edelstacks auf Doom. So, jetzt siehst du es mal, Simon. Du bist jetzt auch Slotcapped. Ja, Digga, wir haben jetzt halt echt legit über anderthalb Tresore voller Scheißdingens, Elle. Das ist das 5-6-fache von dem, was man sonst im ganzen Run hat auf mal 100, ey. Zumindest wir. Ja, jetzt haben wir es aber. Hallo Zuschauer, Dämonen war looten und hat einen geilen Tech-Bogen gejietet. Und jetzt mache ich einen Test. Man kann ihn nämlich ohne das Engramm zu haben schießen. Ja, auch den Explosionspfeil. Dann hat Dämonen auch ganz viel geholt. Ihr seht es, ich hatte heute leider viel zu tun. Der neue Kühlschrank kam rein, die haben meine Wohnung überflutet. Und der Mone hat in der Zeit Terix geholt, Carbos geholt, ein bisschen gebreedet und tatsächlich mit dem Mutagen rumprobiert. Das ist das Breeden ein bisschen advanced. Wie das funktioniert, könnt ihr euch selbst reinziehen. Aber im Grunde können unsere Tames 10 Punkte in Leben, Ausdauer, Gewicht und Damage zusätzlich bekommen. Oh, hier fliegt gerade ein Wyvern Gamer zum Drop. Ich bin nackig, ich versuche den zu kriegen. Go. Hits. Ja, es waren zwei Leute. Junge, wir konnten zu dritt den Drop hier contestet. Aber alle weg. Kennst du Gato, den YouTuber, den Deutschen? ARK-YouTuber? Nee, noch nie gehört. Der hat mir eben geschrieben, dass die bei ihrem Server jetzt gequittet haben, weil alle nur noch mit Tech-Delfinen rumfliegen und man nichts mehr machen kann. Aber da frage ich mich dann, als ob man dann halt einfach aufhört. Hier ist einer mit dem Tech-Delfin. Ich bin dead. Er schießt auf mich. Als ob, Simi. Mach mal einen Flug. Ich sag gerade noch, dass Gato sagt, SOP. Ja, wir müssen so einen zähmen. Ich glaube, das ist absolute Meta. Da werden wir nicht drum rumkommen, uns da durchzuquälen. Auch wenn das übelst lange dauert, den zu zähmen. Kommen Sie her, Pat. Die High-Level-Delfine waren am Buggen und haben den Taming-Fortschritt immer resettet. Deshalb musste ich erstmal zwei Low-Level zähmen. Ich habe einen Astro. Spastro. Ja, mal gucken, was das Ding kann, ne? Ja, komm, gib mir einen Speed-Boost. Ich hab weiß, noch einen. Ein Female. Ich komm zurück. Wir haben Breeding-Pair. Was war das denn? War das ein Nieser? Ja. Falls ja, Gesundheit. Junge, der klang so mystisch. Ich dachte erst, ich werde irgendwie angegriffen, Digga. Ja, vergiss nicht, den einzulagern. Ich gehe direkt weitersuchen für ein Pump-BP. Als nächstes wollten wir noch ein paar Drops looten. Wir brauchten ein Pump-BP für einen Boss-Fight. Ich sehe schon mal keinen. Ja, auch nicht. Schon mal schlecht. Ja. Ja, der Fight darum wird nie aufhören, Junge. Dead-on-Sattel, ja. Flamethrower, nix weiter. Riot Shield. Ja, er sieht sich halt. Schrott drauf. Ja, nee, ich leider nicht. Schrott. Aber ein Arthro-Sattel. Und wieder nur ein Schrott drauf, also, Junge! Nüchte. Dünger. Ja, ich hab grad einen Holzkäfig gekriegt, so, what the fuck. Auch nur Müll hier. Noch ein Riot Shield, aber mehr. Ja, wir haben jede Menge Dünger. Einige Riot Shields. Mosasaurus-Plattform-Sattel. Eco-Sattel, ja. Es ist okay. Aber scheiße. Mal gucken, ob das hier Verbessertes gibt. Ja, bekommen Verbessertes, aber halt keine Blueprints, ne? Und was wäre, wenn wir Ragnar den, Golem machen? Ja, im Grunde bin ich ready to go. Und ich gehe vor mit dem Schild. Achtung, die Fallen hier shooten. Welche Fallen? Bin fast gedownt. Ja, hier sind Fallen und da kommt auch ein Schlitz. Da kommt auch ein Schlitz. Da, wo ich hänge, ist ein Schlitz. Boss ist on cooldown. Der wurde gerade gemacht und raus. Da steht ein Turret, oder? Was steht da oben auf der Klippe? Ja, ein Machine Gun Turret. Ey, das ist zum Kontern, Digga. Weil Forben ist illegal.
Und dann haben sie sich gedacht, machen wir einen Machine Gun Turret dahin. Wurde erstmal geblowt. Bist du schon out? Ja, ich bin out. Ich boost schon nur nach oben. Jetzt wird es Zeit für unseren Raid. Wir haben einen Nachbarn, keine 100 Meter entfernt von unserer Base. Und ratet mal, es ist 1:1 dasselbe Red Hole wie unseres. Wir raiden also quasi unseren Spot. So, und dann sind wir auch schon da. Hier unten? Ja. Aber der ganze Spam ist weg. Das heißt, der oben baut wer drin. Warte mal, stopp, von wem ist das Bett hier? Tribe of Walter. Hier oben drin ist das. Boah, da ist Stuff. Pass auf. Doch, hast du ja, out. Oh! Aber ja, müssen wir jetzt freimachen, Digga. Hätten wir gestern claimen sollen, als ich gesagt habe. Ja, let's go. Aber dann haben wir was zu tun, Mann. Also, let's fucking schwitz die Leute da raus. Wir haben Zeit, bis ich denke, noch 2, 3. Ich mach mal ein bisschen Spam, ein paar Cliffs und häng denen die mal dahin. Munin muss er Arc wieder reparieren. Ja, gut, dann spielen wir wohl alleine heute. Wir haben halt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kabos. Ja, aber noch keine Yeet-Bahn, glaube ich. Nee, wir haben gar keine Yeet-Bahn. Übernehmen die Lebenswerte vom Männchen oder vom Weibchen? 70% Chance, dass es der Gute ist. Ist egal, welches Geschlecht. Ja. Dann geht ich jetzt mal ganz zügig die hier alle durch, sag ich mal. Slow Ovel raus. Ach, warte mal, ich habe noch eine Carbo im Inventar, fällt mir gerade auf. Ne? Wir haben die Sachen zerstört. Fuck, ich bin noch geladen. Fuck. Ich mach schnell neue und geh hin und setz die. Ja, okay, dann scout ich schon mal vor. Ja, fuck du den da schon mal ab, dass der da nicht selber jetzt groß rumsetzt. Hat er schon. Echt? Ja. Aber da müsste noch eine Cliff von uns sein. Also ich weiß nicht, ob das unsere Sachen sind, aber vor seiner Base direkt stehen auf jeden Fall Foundations ohne Ende. Ich komme erstmal nur mit 2 Clips jetzt. Boostest du in der Luft gerade? Nein. Ja, dann halte ich ihn jetzt einfach davon ab, in seine Base reinzugehen, ne? Ja, hab 2 neue Clips gesetzt. Er ist hier, er will die sprengen. Hallo! Wo bist du? Oben. Er will die eine sprengen, ja? Ich hol mehr. Hä, ich verstehe halt nicht, wo du deine Clips gesetzt hast. Ah, da! Fliegst du vorne? Ich flieg zur Base, ja. Der ist hinter dir. Der hat uns auch ein bisschen was gegeben. Der wollte bei uns fobben oder so. Oder spammen. Ja, nachdem. Der war mit einer Fob bei uns. Ja, Simon, ich geh mal kurz C4 holen und mach mich mal dran da vorne, direkt vor der Base bei dem zu spammen. Jo, er fliegt. Ja, den treffe ich noch irgendwo nicht. Fucking C4. Hier ist er. Leider kein Hit. Okay, wie nah soll ich rangehen? Ja, hier von hinten nach vorne, von hinten nach vorne. Wie viel brauchen die denn? Wegsprengen. 2? 5 pro Foundation. Mach hier rechts die. Dann können wir hier rechts. Ach, ich habe mich aber selber gesprengt, Digga, weil ich auf Rechtsklick gekommen bin. Ja, der boostet, ist gerade in seine Base geboostet. Nee, ist wer anders ist bei ihm an den Turrets gerippt, lol. Als ob, geil. Da fliegt ja, er, ja. er fliegt raus. Nee, egal. Er ist bei dir. Hier rechts ist er runter. Hier unten ist er. Genau. Achtung, geh weg von der Foundation. Ja. Ich versuch den zu netten. Ich hab keinen Spam mehr. Ich hatte nur 5 Foundations dabei. Ich hab aber, näher geht hier auch nicht mehr. Doch, ein bisschen geht noch. Nee. Okay, ich hab noch genau für einen... Hab ihn genettet. Ich spreng den. Ja, spreng ihn. Ich bin fast tot, ich muss zur Base. Du hast dich was gekillt. Was passiert? Ich hab nicht mal hochgejagt, Digga. Ich hab nichts getan. Ich hab's auf ihn geworfen und dann hat er irgendwas getan und dann bin ich gestorben. Ich komm dann jetzt mal mit einer Fob. Digga, ich sag's dir, der hat unter uns gesplaced. Nee, an der da Wand hab ich irgendwo. Gespammt, da ist nix. Ja, hier doch, hier hat sich schon was verändert. Doch, ist alles gut. Weiter blown. Geht wieder noch ein Stück. Linke Seite kannst du näher ran. Da oben Let's go. Krieg, da siehst du, über der Base. Ja. Da ist er. Na. Loote. Sehr schön. Hab ihn. Er hat dich gelootet. Wollte dich looten, meine ich. Ja, sehr geil. Aber ich hatte eh nichts mehr, ich hab noch 84 so. Der hatte 80. Ja. Sehr, sehr nice. Ich sehe ihn nicht mehr. Genau da, wo du bist, mit C4, er wird sprengen. Über dir, 2 Leute. Pinker Ranger hat mich gekillt. What the fuck? Über mir, ja. Mein Boost geht nicht. Dir. So, jetzt komm. Ach, Junge. Pinker Ranger ist auf jeden Fall nicht schlecht. Der hat auf jeden Fall eine harte OP-Waffe, sag ich mal. Ja, ich komm nochmal mit Stuff, ne? Ja, mach das. Ich geb dir wieder C4, okay? Ja. Ich komme. Ja, bis jetzt ist hier gerade keiner am Rumeiern. Vielleicht oben drauf muss man ein bisschen gucken. Kann man hier vielleicht schon spammen, ne? Ne, hier kann man nirgendwo spammen.
Digga, ist das viel, okay. Der hatte aber auch eine gute Fabi, der andere Typ. Mhm. Kommst du denn näher? Bin, ja, ich muss jetzt gleich nochmal nachspammen. Ich glaube, ich habe nicht genug C4 für das letzte. Ja, habe ich nicht. Ja, dann okay. Spam. Ja, rechte Seite geht noch nicht, aber links kommen wir noch. Guck mal, bis hierhin sogar schon. Guck mal. Ja, hast du noch mehr Foundations? Dann setz die ruhig. Ja, noch ein paar. Ja, hier ist auch noch. Hier ist noch eine Base. Ich höre hier einen Generator. Ich laufe hier über den Pfeiler, höre hier einen Generator. Ja, mach mal auch noch weg. Hier drin ist irgendwo noch einer, als ob wir hier zwei Nachbarn direkt nebeneinander haben. Deswegen können wir auch hier nicht setzen, ja. Ja. Ist hier im Felsen. Er setzt Foundation dann in sich zum Headglitchen jetzt. Okay, halt dich links, da kann er schlechter gucken. Halt dich links, okay. Wird gemacht, Chef. Wieder eine Foundation weniger. Da oben ist er. Hit. Hab ihn. Ich komm leider nicht näher ran. Und da wirklich, da baut einer, wir bauen da drin und da baut einer. Es ist wirklich insane. Ja, ja. Wahrscheinlich gibt es diese Red Holes auf der kompletten Map, ne? Ja, ja, ich bin auch schon mitten im See. Das war auch ein heftiger Spot, Digga. Genau, auch unser Red Hole mitten im See. Das erklärt halt auch, warum du keine einzige Kack-Base draußen findest. Ja. Keine. Hit. Oh, ich werde dick getroffen. Hab ihn wieder. Ich bin runtergesprungen. Ja, er ist dead. Ah, wir werden wieder besniped. Ist er oben? Ist er? Ja. Hab nur noch 8 Schuss, ich hab noch ein Magazin mit, ich dödel. Ja, dann geh kurz weg, ich kann das hier auch alleine halten. Kann halt quasi nichts machen. Ich bin halt direkt vor seiner Base jetzt. Noch ein Hit. Keine Ammo mehr, er wäre One-Hit jetzt. Ich hab noch einen Pump mit 12 Schuss, warte, ich geh in Nahkampf. Pass auf, du kannst von der linken Seite hochfliegen. Linke Seite kannst du hochfliegen. Bis an die Base, also da, wo wir zugebaut haben, wie du gesagt hast, mit dem Stehboot, das kannst du machen hier. Ja, genau hier. Ja, das ist genau die Taktik. Ich gleite weg, ich flieg weg. Ich muss nachladen, Lockers, nachladen. Let's go, fatz den Jungen. Junge, meiner lädt nicht nach. Ja, der Server. Ja. Oh, Junge, ist das ätzend. Junge, Alter, ich hab nicht Doppel-Leertaste gedrückt. Meine Fresse, Mann. Lol, wo schießt der hin? Harbin, komm mit Grapples, please, komm mit Grapples, wir können seine Leiche grabben, der hatte Fabi und alles. Weil ich wette, er hat Sachen geholt, um nachzuspammen und so. Er hat ein bisschen was, ein paar Fabis dabei, aber nix. Ich guck die andere noch. Die sind leer. Spreng du weiter. Ich halte. Ja, der hatte wieder Stuff mit, um den 1x1 zu bauen. Vielleicht wollte der hier einfach nur einen Generator noch draußen bauen, das könnte ich mir vorstellen. Er spawnt aber nicht hier in der Base, er kommt also von außen wieder, wenn er kommt. Der hat hier auch, glaube ich, kein Bett, ehrlich gesagt. Doch, ist drin. Auf einer Stein-Foundation. Der baut hier einen Generator hin. Hab ihn wieder gesprengt, seinen Generator. Ja, nice. Ich baue in der Zeit unseren. Erstes Turret ist an. Er versucht schon wieder zu bauen. Spreng. Hast du da mehr als 5? Nein, ist nicht nah genug und ich habe nur noch... Ja, dann geh doch hin und place. Schlocker, er baut da sonst jetzt den Tower hin. Ja, aber wie denn, du Vogel? Ja, dann spreng's weg. Oder place mehr ran. Ja, genau. Achtung, du stehst direkt vor 3 C4, die liegen da auf dem Boden. Ja, geh noch weiter zurück. Ich hab halt keins mehr. Nee, warte, Ich hab kein C4 mehr. Ich leider auch nicht, dann hol neues. Oh mein Gott, jetzt hat wieder dieser Kack-Textsuit nicht gezündet. Ohne fucking Witz, das ist so ein lächerlicher Haufen Scheiße, dieses Spiel manchmal. Ja, man kann da jetzt wegen seinem Tower vor der Base rumrennen einfach. Ja. Ich bin ganz rechts in der Ecke. Sehr geil. Meinst du, wir können da von da aus mit Raketen was machen? Nee, ne? Hol mal, Sheet. Doch, wir probieren's. Server Restart Genesis 2 und 1 in 5 Minuten, oh mein Gott. Er baut ein Turret hier vor den Eingang direkt. So, C4, Raketenwerfer, einmal. Der Schlock, fast. Ja, ich bin dabei. Ich craft C4 nach der Rocket Launcher crafted, Raketen craften auch. Er kommt nicht mehr durch sein Turret.
Er hat das jetzt in den Gang gesetzt und kommt nicht mehr durch. Er hebt es wieder auf. Und geht wieder in der Base. Er haltet an. Schlockratz, wir brauchen dich. Ich bin auf dem Weg. Achtung, geh vor die Foundation und dann schieß einfach mal vor die Foundation und von da aus dann, genau. Links einfach reinrennen und aber fuck, versuch direkt zu schießen. Ja, nein, mich hin. Du Dödel, da ist ein Schild. Ja, ich wollte mich nicht hinlegen. Er setzt noch eins Schlock. Hab ihn getroffen. Ich hab mich selber gekillt. Dann kam der Server Restart und wie es weitergeht, seht ihr morgen.